trotzdem weg als Kämpfer. Mit Hallo und herzlich willkommen zu Conan Exiles. Ich bin verkrüppelt. Das war mein Weg. Und hier nochmal zu der Höhle. Muss vielleicht nochmal einen Sklaven organisieren. Du hast zwei Pfeilen drin stecken bei dir. Ja, einen Kopf sogar. Glaube ich. Den sehe ich nicht mehr. Mach mal das Licht an. Mach mal Licht an. Also auf jeden Fall war ein Priester hier. Mal einen Bogenschütze. Wollen wir mal ein bisschen zurückziehen, immer nicht, dass dann... Jo. Mal hey. Stück für Stück rauslocken. Aber er will nichts von mir. Er mag dich lieber. Er möchte mit dir lieber in eine Beziehung eintreten. Na dann. Sag ich ihm mal, wieso drauf bist du? Was ich davon halte. War der hinten weiter oder war der an der vorderen? Weißt du, nee, war hinten bei denen. Okay. Jetzt kommen. Einer kommt jetzt. Zwei kommen jetzt. Und das werden wohl Krieger sein, die mit der Keule, wa? Jo. Unten sind zwei Bogenschützen. Oben ist noch ein Bogenschütze. Und ein Krieger kommt noch. Alles gut? Ja. Der Bogenschütze auch macht nichts mehr. Was looten hier von den Burschen? Jo. Na gut, das Holz kann er behalten. Ach, nehme ich alles mit. Muss ja mein Tom schon wieder reparieren. Ah, ne, habe ich ja schon. Der Bogenschütze ist ja sehr agil. Ja, der macht auch, wehrt sich auch richtig hier. Oh, aua. Gestürzt? Jo. Mal ganz kurz, ich will nochmal... Ich habe die Regeneration, dass ich wohl nicht noch genug betanzen lassen. Ich hab mich nicht genug betanzen, das kann sein. Jetzt los. Wollt ihr hier meinen. Wollt's mal eben auspacken. So, jetzt wird's interessant hier. Mal gucken, ob wir die irgendwie trennen können, weil die kamen alle auf einmal dann, ne? Ja, die kamen die alle auf einmal. Und wenn du wegläufst, die meisten laufen hinterher, nicht alle. Dann müssen wir mal gucken, ob da der richtige bei ist. Eigentlich können wir die getrennt erstmal wegmachen. Zwei, drei sind dann, oder zwei sind, dann knüppeln wir sie einfach alle um. Oder hier stehen zwei Mann oben, die sehe ich. Ich würde die mal herholen. Ja. Gucken, was das für zwei sind. Nehmen wir erstmal einen Knüppel. Und? Kommt ihr beiden. Er kommt? Komm. Also ein Kämpfer und ein Kämpfer. Okay. Oh. Wolltest du nochmal, ja. Nochmal segnen, das Menschenfleisch. Ja, ich segne die Jungs mal. Haben ihnen Dienst getan. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Tja, was? Da kommt schon einer. Oh. Ist aber auch ein Kämpfer. Okay. Der mag mich nicht. Also, er will was von dir. Und ich sind hier jetzt nur Kämpfer zugegen. Aber da, Tänzer ist auf jeden Fall nochmal. Okay, vielleicht ist oder der... Tänzerin, ich kann es nicht genau von hier erkennen. Jetzt kommen zwei. Zwei Tänzer? Ja, beides Tänzer. Eine Tänzerin aber auch. Jetzt nicht mehr. Nee. So, wollen wir mal
offen ist. Jetzt da hinten noch irgendwas. Da kommen noch zwei. Oh ja. Verbannter. Ich habe hier oben auch einen Kämpfer. Ich glaube, das waren auch noch beides Kämpfer. Hier, das ist ein Kämpfer schon mal. Hier oben sind auch zwei Kämpfer. Halt! Oh, scheiße, hier ist der Priester. Ja, wir haben jetzt schon ganz schön angeknüppelt hier. Okay, dann locke ich die anderen mal hinten rum. Oh, der folgt dir, glaube ich. Oder? Bei mir steht Kämpfer drauf. Bei mir stehen zwei Kämpfer. Ja, einer, die Frau ist ein Priester, glaube ich. Nee, der steht, also steht er so unter, steht er drunter noch nicht. Ja. Steht unter beiden Kämpfern. Ach so, okay. Also hier ist auf jeden Fall nicht bei. Dann mach ich die jetzt hier weg. Mach die weg. Ich glaube, die ist schon wieder weg. Ja, ja, das ist scheiße, das ist verbockt. Haben wir sie schon eliminiert, ja. Ja, also eigentlich hatte sie noch Leben, aber irgendwie, also ich habe vielleicht die Hälfte runtergeprügelt. Ich glaube, hier liegt sie sogar. Keine Ahnung, woran die dann gestorben ist jetzt. Mist. Okay, also ein Schmied war es nicht, dann war es halt ein Priester. Das ist ja jetzt, naja. Ich hätte schon einen genommen. War ein, ne? Für mein. Für unsere Tempels da. Ja, stimmt wohl. Aber. Beim nächsten Mal. Ja. Also der ist. Oder die ist immer hier. Ja. Können wir ja noch mal wenigstens ein bisschen Metall mitnehmen gleich, ne? Ja, wenn wir schon mal hier um die Ecke sind. Habt ihr ja schon wieder. Mach ich hier draußen oder was? Schon wieder duster? Okay, bestimmt die Sonne gleich unter. Ja, da wird's dunkel. Ja, gut. Ärgerst du wieder arme Antilopen oder was das ist? Nein. Würde ich doch niemals tun. Natürlich nicht. Ich ärgere gleich ein paar Steinis. Oder wir gehen oben mal durchs Tor. Durch das Tor zum Gucken oder was? Oh, mal gucken, was da so rumläuft, ne? Komm, ist auch ja jetzt machen. Auch nicht so viel weiter, vielleicht schafft man das sogar. Ja, komm auch machen. Metall trotzdem mitnehmen, aber nicht so. Dann gucken wir lieber erstmal. Ja, wollen wir uns die. Hast du eine Bettrolle dabei? Ne, ja, so eine Faserbettstatt habe ich eigentlich immer dabei, ja. Hey. Zuerst zuletzt in soll. Boah, na. Ich hab mich mal weggekickt hier. Na gut, ein Stückchen ist es schon. Wahrscheinlich sind noch 1000 Leute da drin. Vermutlich, ja, einen haben wir hier noch. Da hätte er nicht viel zu melden gehabt hier. Nee, da war mal. Wir sind passiv unterwegs. Ich würde sagen, wir sitzen hier unser Bett, oder?
Ja. Hier drüben. So, mal gucken hier. Ach nee. Oh, mein Schild hat aber ganz schön gelitten jetzt, du. Reinlaufen und mal gucken, was da los ist und schnell wieder rauslaufen. Oder uns durchprügeln. Würde sagen, wir versuchen die nacheinander wegzuprügeln, oder? Und gucken mal dabei, was so dabei rumkommt, ne? Jo. Eine gute Idee. Fangen wir mit dem ersten Mal hier vorne an. Oh, da sind einige drin. Ja. Mit einer Runde auch schon gar nicht weggeknüppelt. Oh, da kommt noch eine. Auch Kämpferin. Schießt ein Bogenschütze auf mich. Mich auch. Wo denn? Oh, mehrere hier. Komm, trau dich raus. Blöd, dass es dunkel ist. Ja, ohne Fackeln mit Schild siehst du nicht viel. Ja. Ort der Beschwörung. Oh. Was ist das hier übrigens? Silbermünze dabei. Oh. Haben wir, glaube ich, schon 3 oder 4 Silbermünzen. Ja. Hier schon abgeklopft. Alles gut? War ja, gerade alles gut. So drin, ja, ne? Nee, ich bin noch davor. Hier ist noch so. Links ist noch ein Bogenschütze, den hole ich mir erstmal. Man muss schon schießen und nicht anziehen und warten, dass ich weglaufe. Das mache ich nicht. Steht da vor mir, zieht den Bogen an und wartet darauf. Dann hat er die Keule im Gesicht. Ganz auch gleich wieder. Dämmert's schon, ja, ne? Ja, dämmert es schon langsam. Dann können wir rein. Ja. Der Ort der Beschwörung. Ah. Jetzt oh, da kommt einer. Mal relativ ungemütlich werden. Wer ist das? Kämpfer. Da hat er sogar Eisenbarren dabei. Du. Ja. Nehme ich doch gerne mit. Muss mal einen Schluck trinken. Oh ja. So. Ich habe das Gefühl, hier wird es dunkler drin. Oder kommt auch ein. Ne, sieht aus wie ein Sandsturm oder täuscht mich das hier draußen? Nee, ne? Oder sieht nur so aus, wahrscheinlich wie im Höhleneingang hier jetzt. Wegen der Beschwörung bestimmt. Ja. Dann lass mal gucken, hier sind noch mal einige. Hier links hockt einer. Das ist ein Bogenschütze. Weg damit. Erledigt. Ich hätte auch Geld dabei. Gib das Geld her. Hier ist ganz schön mal was. Was Phase hier. Kommst du mal hoch? Dann nimm mal. Hier ist Hocken 2. Nimmst du mal links, ich nehme rechts. Meine Fackel ist im Arsch. Ja, mach ich glatt. Los. Jo, der ist weg. Hier ist ein Priester schon mal.
ist auch an mir dran, die könnten wir mal umknüppeln. Okay. Muss aber mal schnell. Ich habe meinen Knüppel nicht aufgelegt. Er haut mir doch jetzt bestimmt hier auf die Mörte. Wow. Hey! Liegt er schon? Da liegt er schon. Und schlummert vor sich hin. Nehmen wir den schon mal mit hier? Wollen wir nochmal reingucken, was noch so ist? Da hält ja ein paar Minuten. Wenn ich ziehe, mal nochmal eins über mit dem Knüppel. Ja. Jetzt, wo wir schon mal hier sind. Ja, wenn wir jetzt hier schon die Hälfte freigeräumt haben, dann. Schon mal ganz cool aus hier drin. A feast. Da vorne was? Sitzt noch einer am Feuer. Und Knüppel in die Hand. Das ist ein Zimmermann. Und den. Knüppel in die Hand. Knüppel da oben. Rauslocken? Ja, ein bisschen, ne? Aber locken mal raus, weil hinter hier oben sind schon zwei auf uns aufmerksam geworden. Okay. Der kommt aber nicht. Der will nicht. Dann müssen wir erst den hier platt machen. Das ist ein Kämpfer. Aua. Knüppel ihn um. Ich kümmere mich um die anderen hier oben. Oh, hier ist noch ein Rüstungsmacher. Und ein Träger. Oh. Das sind einige. Das ist, also, also müssen wir einiges umknüppeln. Das stimmt wohl. Was soll man jetzt mitnehmen? Jetzt nehmen wir. Zimmermann oder beide wird schwierig, ne? Ja, jeder einen, ne? Ja, dann nehme ich mir draußen den Priester. Okay. Aber beeil dich, sonst kommen die anderen da oben hinterher. Jo. Noch wollen sie nicht. Ich glaube, hier hat schon einer. Kommt wer? Nö, alles gut. Ja. Wo liegt denn? Hier liegt der Priester. Bewusstlos. Ah, Zimmermann Stufe 1, naja. Besser wie nix. Mal alles noch nicht. Alles eingesackt. Oh. So sieht's aus. Oh, ist doch falsch, uns, oder? Dann lass uns hier oben rum, ja. Hast du. Wie viele Seile hast du mit? Ich hab nur eins dabei. Könnte dir vielleicht reichen. Ja, würde gehen. Nee, verbesserten ja. Ein bisschen leid tun sie mir schon, wie sie über den Boden fliegen. Ja, ne? Alter, sieht doch übel aus. So. Ja, sie haben dann ein besseres Leben bei uns. Jetzt sind doch alle Knochen gebrochen, wenn die beiden sind. Mal gucken, ob es beide überleben. Wir müssen immer noch bei den Krokodilen unten durch. Ja, das stimmt. Gucken, wie schnell die zuschnappen. Das ist ja auch für so ein bisschen wie Essen auf Rädern für die, wenn die da vorbeilaufen. Ja. Ihr Lieferservice. Stand jetzt sogar, das ist leider irgendwie ein Jockpriester. Ich schätze mal, den kannst du auch nur. In der Jockpriester, ne? Ja. Bruder. In die Jockbude reinklemmen, das Ding. Das werden dann wahrscheinlich die anderen Priester irgendwo auch noch rumschwören, ne? Die verschiedenen. Mal von aus. Frage, was der kann, wie sich das lohnt, das müssen wir mal ausprobieren. Ja, müssen wir vielleicht mal gucken. Oh, jetzt ist er voll mit dem Kopf gegen den Felsen geknallt, deiner. Und da sind gleich kommt da die Hyäne hinter uns. Oh ja, weg. Und da ist das dicke Kroko. Dann müssen wir da noch irgendwie schnell das zweite Rad der Schmerzen setzen, ne? Was, das war aber relativ sanft hier. Da war der restliche Weg holprig. Ja, müssen wir dann irgendwie gleich mal setzen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hm.
Jetzt, okay. Jetzt noch ein bisschen später erst. Mal natürlich gucken, dass wir hier irgendwie anständig über den Fluss rüberkommen auch. Da, wo wir das letzte Mal rüber sind, ein bisschen weiter hinten hier. Oder wo wir eben drüber sind, nicht das letzte Mal. Hier müsste es eigentlich gehen. Oh. Schon wieder so ein Ruf. Hier geht's. Nachteil ist, da bleibt er noch hier an uns dran, ne? Ja. Muss aber hier unten durch, durchs Dorf, oder können wir die runterziehen? Ja, ja, die knallen doch hier. Die knallen schon runter mit dem Kopf von oben. Du hast übrigens, wir haben noch einen hinter uns. Ich mache noch Marken hier, jo, alles noch da. Was ist das für Stress? Oder bin ich mal gespannt hier, wie die. Da schlägt erstmal jemand im Kopf wieder über gegen hier jetzt. Müssen wir nur da vorne jetzt vorbei, ne? Jetzt ist hier ein roter und da hinten ist das Lager. Jo. Könnte noch mal ein bisschen knifflig werden. Weil der rote, der lässt ja jetzt auch nicht so schnell ab. Nee, aber vielleicht, wenn wir im Lager sind und den roten mitgebracht haben, gehen die vielleicht auf den roten drauf. Aber den roten haben wir nicht mitgebracht. Du kannst, darfst nicht springen. Ach so. Oh. Ja, aber ich denke, er hat es hier gebaut. Ja, habe ich auch gedacht, aber irgendwie. Geht ja gar nicht. Ach so, hier musst du nur hochziehen über die Schräge wahrscheinlich. Geht auch nicht. Nee? Nee, habe ich ja gerade. Hey. Habe ich ja gerade. Nicht, dass ich unsere beiden. Habe ich hier gerade auch gedacht, aber irgendwie ist es doch zu tief, weil wenn du hier drin bist, bist du ein paar Meter im Wasser. Und das ist dann zu tief. Eigentlich müsste man eine Schräge nach vorne bauen. Ah. So ein bisschen 1 cm. So springen darf man auch nicht? Nee, so wie du springst, hast. Ne, springen kannst du, aber du bist ja doch im Wasser irgendwie gewesen. Achso, Moment. Du kommst nicht mehr hin. Ich wollte gerade sagen, ich bin die ganze Zeit gesprungen. Wo ist er denn jetzt? Hier im Wasser vor dir liegt er. Wo ist der andere denn hin? Der Priester liegt hier, vor mir. Und der andere? Ah, der liegt da, okay, der andere ist da. Den sehe ich nicht. Du stehst genau drauf. Den kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Okay, guck mal gleich mal, ob ich ihn nochmal nehmen kann. Probier es gerade nochmal irgendwie ein bisschen hinzukriegen hier. Ja. Hab ich ihn? Nee. Nee, ne? Nee. Also irgendwie beide weg, kann das sein? Ne, ist alles im Wasser drin, kommst du nicht hin. Ja, jetzt sind beide weg, ja. Ne, einer ist hier noch. Der Priester ist jetzt weg. Der Zimmermann liegt hier noch. Was hat der denn für eine Scheiße gebaut? Den Zimmermann kann ich hier wieder aus dem Wasser ziehen. Ah ja, den sehe ich. Aber der Priester ist jetzt wirklich weg. Ja, dann muss ich hier jetzt mal schnell, dann haben wir zumindest den Zimmermann, hier nochmal eine Rampe dran bauen oder was? Geht ja nicht, habe ich ausprobiert. Wegen dem Wasser klappt das irgendwie nicht. Du kommst irgendwie nicht so richtig rüber. Weil es wieder wie so komisch abflacht oder aufflacht, keine Ahnung. Deswegen habe ich ja daneben ein Foundation gesetzt und da probiert, aber es geht irgendwie nicht richtig rein. Vielleicht, warte mal, wenn du ein Dach baust und dann eine Schräge. Eine Treppe, ja, oder ein Dach und dann, ja. Dann eine Treppe und dann eine Schräge, ja, vielleicht irgendwie sowas. Ich habe aber was im Inventar, ich kann auch schnell was bauen. Ach so, ja gut, ich habe nichts, ich müsste erst holen. Probier's mal mit einer Decke und eine Treppe. Ja, sagt mir, kann ich nicht bauen, weil die überlappen sich angeblich. Das snappt gar nicht. Jetzt? Aber du musst doch hier eine Foundation noch bauen können, das geht doch gar nicht. Geht nicht.
Machen, was du willst. Hast du noch was dabei? Ich hab noch was dabei, ich kann dir noch was hinschmeißen. Ja, bitte, mach mal. Über den ganzen Fluss diese blöde Brücke gebaut, da wird ja wohl hier irgendwas hinbauen, hinzubauen zu sein. Ansonsten, ich weiß nicht, ob wir den in den Fahrstuhl ziehen könnten, da würde ich hier schnell. Achso, nee, ich glaube es nicht daran. Nee, er meinte doch irgendwas wegen nicht so nah an das Lager ranbauen. Vielleicht geht es deswegen nicht. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Dann müssten wir irgendwie. Anderen Weg irgendwie finden. Ich muss schon nichts mehr dran bauen. Du bist ja hier, ne? Ich komme gleich wieder. Geht auch nicht. Nö. Aber er hat hier schon einen rübergezogen, habe ich gesehen. Aber da sah das Ding auch irgendwie anders aus. Ich dachte hinten weiter gibt es eine Stelle im Fluss, wo du rüberziehen kannst. Höchstens halt bei dir hinten vom Lager von den anderen. Ach! Mann, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ah, hier ist er noch. Kann man aber auch schlecht sehen. Bin halb ertränkst. Wo brauchst du denn jetzt liegen? Ach, hier. Unten. Theoretisch, kann man jetzt doch hier auf diese Brücke springen, oder? Ich weiß nur nicht genau, wo der Punkt ist, wo ich abspringen muss. Hier schaffst du es. Bis hier kannst du stehen. Scheiße. Vielleicht schaffst du es dann. Bis hier kannst du gehen. Wo? Bis hier, wo ich stehe. Noch ein. Bis so nah ran kannst du gehen, ohne dass du schwimmst. Aber von hier komme ich nicht da hochgesprungen. Das geht nicht. Doch, geht doch. Ja? Ich habe es gerade hingekriegt. So, wo? Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Bis hierhin. So. Ein kleiner wie du. Du hast die Kampf. Ja. Ziehen hinterher. Oh, ziehen, aber quer das Wasser, alles gut. Hauptsache er ist da. Stimmt wohl. Ist da wieder wer aufgewacht? War das der Priester vielleicht? Kann sein, dass der Priester war, aber der ist auch weg. Ah, okay. Wer anders brüllt hier jetzt? Ja, eben, deswegen. Ich habe da eben auf ihn schreien gehört. Aber ich sehe keinen. Wird bestimmt der Priester sein, aber der ist bestimmt weggebackt jetzt oder so. So, Gott sei Dank. Den Zimmermann haben wir wenigstens mal gesichert. Das war ja. Das war wieder was. Das war wieder was. Höchst professionell und planlos wie immer. Tja, bei uns ist der Name Programm. So ist es. Aber er ist da. Aber da kann man noch mal so einiges rausholen aus der Bude, da wo wir gerade waren. Auf jeden Fall.
Da lohnt es auf jeden Fall, gegenüber mal ein kleines Hütchen hinzustellen mit dem Rad. Jo. Dann die vor Ort fertig machen kannst. Würde ich auch sagen. Dann mauern wir uns mal so ein kleines Gebäude hin. Basteln mal so ein Rad da rein. Ein größeres. Wo auch mal zwei Sklaven reinprügeln können. Und dann holen wir da nochmal ein paar Leute raus. So sieht's aus. Machen wir demnächst. Für diese Folge ist erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.